Ja, hi Leute, willkommen zu dieser Präparationsfolge und heute ein Highlight für mich, Odontolabis Imperialis, eine ja, der am coolsten aussehenden Odontolabis-Arten, wie ich finde, auch wenn sie vergleichsweise weniger bunt sind als andere Arten, aber was ich an denen so cool finde, ist diese einzigartige Bezahnung von den Mandibeln. Also ähnlich findet man das bei keinem anderen Odontolabis. Also diese starke Sägung hier an der Basis bis zur Mitte und dann die extrem spitzen Frontgabeln und noch diese ja, merkwürdig geformten medianen Zähne. Es gibt keine vergleichbare Mandibelform bei anderen Odontolabis-Arten. Finde ich sehr cool. Sind nicht ganz schwarz. Auf der Unterseite haben sie orangefarbene Femora. Auch auf der Oberseite. Aber von unten sieht man das natürlich am besten. Das hier ist jetzt die Unterart Odontolabis imperialis komorii. Diese Unterart stammt von der Insel Palawan, die zu den Philippinen gehört, und die Nominatform Odontolabis imperialis imperialis, die kommt auf Borneo vor. Und mit etwas Glück kann ich die Nominatform auch im März und April finden. Da bin ich ja auf Borneo. In der Crocker Range, genau dort, wo diese Art auch vorkommt. Die Nominatform ist seltener zu bekommen, dementsprechend auch teurer als Odontolabis imperialis komorii. Wurde erst relativ neulich entdeckt. Die Nominatform wurde 1904 von Möllenkamp beschrieben und Odontolabis imperialis komorii wurde 2002 erst beschrieben. Ich muss ehrlich sein, ich sehe da eigentlich keinen Grund, die als Unterarten aufzusplitten, denn ich sehe da morphologisch keine Unterschiede, die nicht in natürliche Variation fallen würden. Die gleichen sich in Mandibeln, Kopfform, Pronotum, gleichen die sich völlig. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen auffällig ist, dass Odontolabis imperialis komorii auf den Elytren nicht komplett tief schwarz ist, sondern manchmal einen leicht bräunlichen Schimmer im Schwarz hat. Haben diese Männchen hier auch ein bisschen. Das sieht man jetzt auf der Kamera nicht so gut, aber das sollte auf jeden Fall besser sichtbar werden, wenn die Käfer dann getrocknet sind. Dann hellen die auch nochmal ein bisschen auf. Auch interessant bei diesen Männchen hier waren die Femora eben noch ganz, ganz hellgelb. Und jetzt hatten die gleiche Farbe angenommen wie auch die von den anderen. Werden sich wahrscheinlich dann auch wieder aufhellen, wenn die Käfer trocknen. Ja, die Käfer habe ich mit einer neuen Methode aufgeweicht. Da ging ja auch die erste Folge dieser neuen Staffel hier zu. Schaut mal rein. Echt ein cooler Trick, den ich da gezeigt bekommen habe und den ich euch dann da auch nochmal zeige. Und damit kriegt man auch die Mandibeln auf. Ich habe nämlich eigentlich schon ein Odontolabis imperialis komorii Männchen in meiner Sammlung, etwas kleiner als die hier. Aber das ist mir kaputt gegangen, als ich die Mandibeln öffnen wollte. Da ist mir ein Stück vom Kopf abgesplittert. Und ja, das habe ich jetzt auch gar nicht hier mitgebracht. Ist jetzt nicht so zeigenswert. Wir haben ja diese drei wunderschönen Männchen. Die Männchen dieser Art werden bis 70 mm groß. Gibt auch Exemplare bis 71 mm sind schon gemessen worden. Lassen sich extrem schwierig züchten. Deswegen versuche ich auch auf Borneo so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen, wie das natürliche Habitat dieser Art aussieht, beziehungsweise dieser ganzen Odontolabis-Arten dort.
Ja, und im Buch A Guide to the Beetles of Borneo gibt es eine interessante Anmerkung zur Ökologie dieser Art. Und die besagt, dass die adulten Käfer vor Sonnenaufgang, kurz vor Sonnenaufgang, an einer bestimmten Pflanze fressen. Und zwar ist das Melastoma malabatricum. Sagt mir so jetzt nicht direkt was, gehört wohl in die Familie Urticaceae. Also irgendwas Brennnesselmäßiges und irgendwie was in die Richtung. Anscheinend muss ich dann auch für die am besten morgens gucken, vor Sonnenaufgang, kurz davor. Und gibt es noch was zu sagen? Ja, kommen in einer Höhe von 600 bis 1200 Metern vor. Also auch eine Art der höheren Lagen, wie fast alle Odontolabis und auch Lucanus. Und ich finde, irgendwie hat diese Odontolabis-Art auch ein bisschen was von der Lucanus-Art. Mit den Mandibeln und dem Kopf und die orangen Femora, der relativ grazile Körperbau. Im Gegensatz zu anderen Odontolabis-Arten, die ja doch relativ plump sind, haben die noch einen relativ grazilen Körperbau. Die vereinen quasi ein bisschen Odontolabis und Lucanus, so finde ich. Sind verwandtschaftlich wahrscheinlich am nächsten zu Odontolabis ludekingi und andere Verwandte einzuordnen. Bin mir da aber nicht sicher, aufgrund der Kopfform und dem Grundaufbau der Mandibeln, bisschen auch die Pronotumform, würde ich die in diese Gruppe einordnen. Bin mir da nicht sicher. Diese Männchen hier sind 64 mm, 63 mm und 62 mm groß. Dann hier auch der typische Polymorphismus bei Odontolabis. Dieses Männchen wirkt hier eigentlich größer, ist aber einfach nur bulliger im Gegensatz zu diesem schmaleren, aber dafür längeren Männchen daneben. Ist eben typisch für Odontolabis. Hier habe ich jetzt sehr schöne Telodonte-Exemplare. Natürlich gibt es von dieser Art auch Mesodonte. Ich werde jetzt hier alle drei Männchen präparieren, damit es natürlich nicht zu lang wird. Ich laber ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Verschnellere ich euch das Ganze, beziehungsweise zeige euch nur so ein paar der wichtigsten Szenen aus dem Präparationsvorgang.
Ja, die Käfer haben jetzt 3 Tage getrocknet und sind jetzt auch schon wieder so weit, um abgenadelt zu werden. Wie ihr seht, habe ich jetzt nur 2 von diesen Männchen hier präpariert. Ich habe leider momentan keine weiteren freien Präparierblöcke mehr zur Verfügung. Deswegen werde ich hier dieses dritte Männchen unabhängig von dieser Folge hier nochmal präparieren, wenn was frei wird. Aber an dem hier kann ich euch relativ gut zeigen, dass jetzt, wenn der Käfer getrocknet ist, auch die Femora wieder heller werden. Also statt dieses dunkle Orange wieder zu einem etwas gelb-orange werden, also etwas heller auch. Und ja, die Elytren bei diesem Männchen vor allem sind etwas rot-bräunlich. Sonst wirken sie sehr schwarz, vor allem wenn sie dann aufgeweicht sind. Und das ist bei der Unterart der Philippinen, wenn es denn eine Unterart ist, etwas häufiger, dass die dann so ein bisschen bräunlich sind. Die anderen Männchen haben das auch ein wenig, aber nicht so ausgeprägt wie dieses hier. Okay, ja, dann würde ich sagen, mache ich nur noch schnell die Nadeln ab und gucken wir uns das Ergebnis mal an. Ja, das ist das Ergebnis und ich finde, die sind ziemlich schön geworden, ziemlich symmetrisch, haben wir gute Arbeit gemacht. Mal die Seiten an, upsie, ja, die müssen wir nochmal extra zur Seite feststecken, damit sie nicht so rumrutschen. Aber hier mal die Seitenansicht, ja, haben auch so einen Stirnfortsatz. Ein Schildchen, Mandibeln leicht nach unten gebogen. Wirklich eine extrem schöne Art. Selten dazu. Wünsche mir Glück, dass ich welche auf Borneo finde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, schreibt in die Kommentare. Bis dann. Ciao.